Ich komme aus San Francisco. San Francisco ist eine Stadt in Kalifornien. Es liegt neben der Pacific Meer und San Francisco Bay. Es ist ein Teil von der San Francisco Bay Region, die 20 andere Städte einschließt. Es hat über 7 Millionen Einwohner. San Francisco hat viele abschüssige Anhöhen. Die Leute haben große Wand. Es hat auch eine Kabelbahn. Die Kabel unter der Straße seit den Rollwagen. San Francisco hat Lombardstraße, die bogenförmigste Straße in der Welt. Ich bin auf diese Straße gefahren, als ich fahren wollte. Das Chris House ist ein Restaurant. Es liegt am Pazifikmeer. Man kann die Wale sehen und zur gleichen Zeit essen. Der Meerstrand ist, wo die Badehäuser liegen. Die Badehäuser waren als Treffpunkt für schwule Männer bekannt. Sie sprechen mit anderen Leuten nicht darüber, weil einige schwule Männer nicht Auto fahren. Der Meerstrand ist 5,63 Kilometer lang. Leute gehen da, um der Attraktion zu fliegen, zu surfen und manchmal die Hunde laufen zu lassen. Es ist in der Nähe von Golden Gate Park. Golden Gate Park ist 5 Kilometer lang. Es gibt das Museum von Naturwissenschaft, den Japanischen Tiergarten und das Der Jung Museum. Man kann Eislaufen und Radfahren. Harvey Milk war der erste bekennende schwule Mensch, der zum Bürgermeister gewählt wurde. Er hat viele Gesetze durchgeführt. Diese Gesetze haben den schwulen Leuten geholfen. Er war 11 Monate an der Macht vor seinem Meuchelmord am 27. November 1978. Er war von Dan White ermordet. Er war ein Führer für schwule Privilegien. Er wurde in San Francisco sehr beliebt. San Francisco hat eine Love Evolution oder eine Love Fest Parade, wie in Deutschland. Hier kann man viel Spaß haben und tanzen. Es hat viel Techno-Musik. Die Pride Parade handelt von Stolz auf die eigene Identität. Sie hat viele Dinge in der Parade, wie Deichsam Verrat, die Bauchtänzerinnen oder die Prom-Königin. Es gibt viel Spaß, Essen und Tanzen. Das Palace von ausgezeichneter Kunst wurde im Jahre 1915 für eine Kunstausstellung gebaut. Es ist sehr schön. Man kann dort ein Hochzeitsbild machen lassen. Einmal liefen hier meine Mutter, meine kleine Schwester und ich, als wir viele Rollschuhe laufen, mit einem Ghetto Blaster tanzen sehen haben. Im Museum von Naturwissenschaft kann man ein Aquarium und Dinosaurier sehen. Das Planetarium ist am besten, weil man die Sterne klar sehen kann. Am Valentinstag gibt es in San Francisco eine Kissenschlacht in der Innenstadt. Hunderten von Leuten kommen und haben Spaß. Leute werden mit Gefiedern gedeckt. Auf den Twin Peaks kann man das Meer sehen. Die Aussichten sind sehr schön. In San Francisco gibt es viel Schönheit, wenn man sie sucht.